Was geht so, liebe Leutchen? Ich bin's wieder, euer Crush for the Ficket hinein. Ich begrüße euch herzlich zurück zu Let's Play Again Sonic Generations für Steam. Nachdem wir nun auch die Herausforderung der Sky Sanctuary Zone abgeschlossen haben, wird es nun Zeit für die ersten beiden Bosskämpfe. Angefangen mit Classic Metal Sonic. Tritt mir gegenüber, wenn du dein Chaos Emerald haben willst. Dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Vor allem auch seine Adaption von der Bossmucke aus Sonic CD ist für mich auch immer noch meine liebste. Also die aus Generations. Ich weiß nicht, die gefällt mir wirklich am besten hier. Ich meine, der Forces-Boss-Soundtrack ist auch cool, aber ich finde, das ist meine liebste Variante von diesem Sonic CD-Soundtrack. So, jetzt. Der Schangriff ausweichen und BAM! Direkt drauf landen. Wusste nicht, dass das geht. Also wusste gar nicht mehr, dass es eigentlich geht. Das war jetzt eigentlich Zufall. Oh oh. Aufpassen. Oh shit, oh shit, oh shit. So. Ja, come on, come on, come on. BAM! Immer feste Druf hier. Oh, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Uff. Aber auch nicht zu langsam werden, weil der Weg hinter einem, ja, zusammenfällt. Schnell, schnell, bevor er sich wieder erholt. Yes. Treffer Nummer 3. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viele Treffer er insgesamt benötigt, aber ich glaube fast, wir kommen schon auf die letzte Phase hier, ne? Oh shit, schnell hoch da. Oh, ah shit, da hat er mich erwischt. Come on, ich glaube jetzt noch ein Treffer bei ihm. Und das wär's. Da geht er down, da geht er down. Ich hoffe aber, das hat mir jetzt nicht den S-Rang verdorben, weil ich jetzt keine Ringe gerade habe. Come on, come on. Ja, es hat ausgereicht. Juhu! Nice one. Sehr geil. Und der erste Chaos Emerald ist unser. Was ist ein Chaos Emerald? Es heißt, wenn man alle 7 sammelt, offenbart sich eine mysteriöse Kraft. Doch, mit Battle Sonic sind wir noch nicht, ist noch nicht zu Ende, denn es gibt noch eine... Ich komme so auf, dass nötig ist gegen dich. Denn es gibt tatsächlich noch einen Hard Mode gegen diese, Bosse. Und den spielen wir natürlich auch noch. Versuchen natürlich auch einen S-Rang zu erreichen. Ja. Um den Part ein bisschen zu verlängern, damit der Part auch nicht zu kurz kommt, werden wir jetzt hier noch die Bosse in beiden Varianten bekämpfen. Ja, das kann man überspringen, okay. Ich weiß allerdings nicht mehr, was da jetzt nochmal der Unterschied war. Vielleicht, weil sie mehr Treffer benötigen. Oh, oh, shit, come on. Ja, habe ich ihn ein bisschen zu spät getroffen. Aber besser spät als nie. Ich glaube fast, die Attacken werden ein bisschen heftiger. Oh ja, ja. Hat er schon. Oh! Shit, schnell! Ah! Alter Schwede. Okay, ja. Da merkt man schon, die Attacken werden etwas heftiger. Schnell! Bam! Jetzt kommt. Okay, das wusste ich nicht, dass ich das auch noch kann. Dachte, ich müsste seinen Angriff weiterführen lassen. Oh, shit. Ah, nein, wieso? Come on, schnell, schnell, komm. Bam. Damit habe ich ihn eigentlich sogar noch schneller besiegt als vorher. Gut, ich habe 2 Treffer einstecken müssen, aber das verdirbt mir doch jetzt auch nicht den S-Rang, oder? Nö. Yeah! Perfekt! Sehr schön! Gut, der erste Bosskampf ist komplett abgeschlossen. Ich überlege mal gerade, wir sollten vielleicht mal beim Omochao-Shop gucken, ob wir uns da vielleicht was kaufen könnten.
Ja, haben einige neue Stuff bekommen, aber was mir allerdings fehlt ist, vielleicht ist es nur mit Modern Sonic verfügbar? Schauen wir mal. Nee, genau dasselbe Zeugs. Ich dachte, hier kann man sich den Mega Drive kaufen. Ich glaube, den gibt es auch nur über den Fähigkeiten-Shop zu erlangen. Come on. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der erst später hinzu. Ja, aber wir hatten jetzt erstmal Metal Sonic und... Ja, ich muss auch sagen... Metal Sonic ist auch bis heute einer meiner liebsten Charaktere und auch einer meiner liebsten Antagonisten. Aber ich muss sagen, irgendwie wird er auch zu übergenutzt, wird er auch schon zu sehr übergenutzt, vor dem, so wie man ihn aktuell nutzt, sprich, dass er. Ja, ich weiß nicht. Dass er halt immer nur ein stiller Handlanger von Eggman bleibt. Ich meine, er macht immer noch coole Aktionen, aber irgendwie wird das ein bisschen ermüdend mit der Zeit. Und ich finde, man sollte da vielleicht das so machen, dass man... Und ich finde, man hätte es so wie Sonic Heroes machen können. Er bleibt nach wie vor ein Bösewicht und will nach wie vor das Ziel erfüllen, wirklich Sonic in allen Punkten zu übertreffen. Er sieht sich als Rivalen und er will ja... Er will ja der wahre Sonic sein. Er will nicht länger eine Kopie sein und sieht Sonic selbst als Kopie. Und da könnte man wirklich interessante Storylines mit ihm noch herausholen, indem er, wenn er wirklich mal Eggman verrät und dass er wieder zu sprechen anfängt. Aber gut, selbst in seiner aktuellen Fassung, in den Comics hat man schon, also in den aktuellen IDW-Comics hat man schon wirklich eine, hat man an sich nicht nur seine... Neo Metal Sonic Form zurückgebracht aus Sonic Heroes und auch den und auch die Metal Overlord. Ohne groß zu spoilern, gab es dann, nachdem er wieder in seine Ursprungsform zurückgekehrt ist, also in seine Modern Ursprungsform, sagen wir es mal so, weil, aber ich gebe zu, Modern Metal Sonic und Classic Metal Sonic sind sich eigentlich noch recht ähnlich. Ich glaube halt nur ein Größenunterschied besteht, aber das war es auch schon. Aber ohne groß zu spoilern, da kam tatsächlich mal eine Situation vor, die wirklich einen interessanten Faktor über seinen Charakter ausgegeben hat. Und das war bei der Metal Virus Arc. Das müsst ihr selber mal lesen, um zu verstehen, was ich meine, weil ich will jetzt nicht groß spoilern. So, und jetzt wird's Zeit. Einen Schlüssel habe ich ja leider schon versehentlich verwendet, aber jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn wir die anderen Schlüssel verwenden. Und das Boss-Tor öffnet sich. Damit können wir uns dem ersten großen Major Boss stellen. Und man hört schon da am Soundtrack, um was es sich für einen handelt. Also, auf los geht's los! Ich bin nur Sugata, obwohl ich Token dann das Sonic. Hey, komm, komm. Sag mal, was wurde gut dabei, Junge? Soll ich ja Jibun noch Sugata noch mir aus der Media? Oh, 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 o
Dass sich davon Modern Sonic nicht die Nase gebrochen hat. Aber ja, es ist der Death Egg Robot, der Final Boss aus Sonic 2. Oh, dachte ich müsste... Okay, ich muss einfach nur den Angriff ausweichen und hinter ihm gelangen, wenn er versucht zu springen. Und nochmal! Bam! So kann man es schnell erledigen. Okay. Und jetzt hier müssen wir in den Vordergrund wechseln. Und dafür sorgen, dass er hier diese Bombe anvisiert. Dann wird sein Arm kurz mal betäubt. Na komm, schnell! Und dann da drauf landen, um ihn dann einen weiteren Treffer zuzufügen. Das ist das Prinzip vom Boss. So, die nächste Bombe schnell aktivieren. Und jetzt schnell hin. Ja, passt. Und jetzt wieder drauf landen. Und war's das? Oh, yeah. Ja, kein Vergleich zu Sonic 2. Deutlich einfacher zu besiegen. Wollte gerade sagen, wird das noch... Ja, zum Glück wurde es noch was. Puh. Tja, aber wie wird es im Hard Mode sein? Werde ich wahrscheinlich auch wieder mindestens einen Treffer mehr einstecken müssen. Ja. Naja, ich bin auch gespannt, wie das jetzt mit den, mit der Mobile-Variante zu Sonic 2 sein wird. Ich hoffe wirklich, bei Sonic Origins, bei Sonic Origins hat man wirklich die Mobile-Variante von Sonic 2 hinzugefügt, oder zumindest alle Elemente und vielleicht noch ein, zwei kleine Extras. Bitte, Sega, vermasselt es dieses Mal nicht. Weil diese Spiele sind dieses Mal auch nicht emuliert. Sie sind von Grund auf neu erstellt, also... Habt dafür wirklich gute Entwickler dieses Mal parat.俺に出会うなんてな。そうか、そういうことか。うん、きっとそうだよ。2人の僕たち。過去の敵や場所、つまり僕たちは時間を旅しているんだよ。うん。どうしてこんなことが？エッグマンをさらっていったあのでかいやつに関係がありそうだね。 君らの仲間を連れ去ったやつと同じみたいだね。あ、僕たちのか。頭がこんがらがっちゃうよ。消えちゃった。よし、急いであいつを見つけないとな。 Das wäre geschafft. Und damit öffnet sich nun die nächste Ära. Mit 3 weiteren Stages. Aber bevor wir die erforschen... Und nachdem wir uns jetzt den... Ja, nächsten Chaos Emerald... Also nachdem wir uns jetzt den nächsten Chaos Emerald geschnappt haben, wird es nun Zeit, dass wir mit den Hard Mode von... Death Egg Robot weitermachen. So. Okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall. Achtung auf den Arm. Oh, diesmal ist er schneller. So. Na komm. So schnell. Bam. Oh je, da war ich zu langsam. Dieses Mal.
Shit. Das war dumm. Na komm schon. So. Ja, da hätte ich den Spinder schon vornherein einsetzen müssen. So, er braucht diesmal mehr Treffer, ha? Huh? So, jetzt sind wir ganz oben und jetzt dürfen wir bitte in den Vordergrund, danke. So schnell die Bombe aktivieren. Und jetzt zieh mal da drauf, Eggy. Oh, passt das? Yes! Aber wie komme ich da hoch? Shit. Ah, ich komme nicht hoch und ich habe auch nicht so viel Zeit. Oh, oh. Dann nichts wie ab zur nächsten Bombe. Oh, nee, der... Ah, shit, der zerstört die Plattform, wo es drauf ist. Na komm, zieh da drauf. So, jetzt war. Nein, ich bin noch da drauf gelandet, was soll das? Nein, das kann doch nicht wahr sein, ey. So, komm, jetzt war. Warum hat das vorher nicht gezählt? Ich darf auch nicht zu viel Zeit vergeuden, sonst wird das kein S-Rang. Vorsicht vor der Bombe. Oh! Einfach im richtigen Moment springen geht auch, dass man direkt drauf landet. Ja, so kann's gehen. Oh, kann ich nicht überspringen. Wie dann die Musik so richtig durchdreht, dann wird der... Ich liebe es. Yes! Yes, ein S! Geschafft! Gut! So, das Einzige, was nur noch fehlt, sind die ganzen roten Ringe. Aber das machen wir in einem einzigen Video alle gemeinsam. Jetzt wird es Zeit, dass wir ab dem nächsten Part weitermachen mit der Adventure-Ära. Angefangen mit einem ikonischen Level aus Adventure 1. Speed Highway. Aber wie gesagt, erst ab dem nächsten Part. Und ja, wem gilt, wenn es dir gefallen, wusste dieses bestätigen mir seins. Thumbs up und Commentary nicht vergessen und dann sind sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Wicked hinein. Bis nächsten Part von Let's Play. Let's Play Again. Sonic Generations für Steam. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen.